Hallo, ich bin Hanna von den jungen Festivalbloggern und sitze heute neben der Jugendjury. Stellt euch doch bitte einmal kurz vor. Ich bin Ilona und bin 16 Jahre alt. Hallo, ich bin Citra und ich bin auch 16 Jahre alt. Ich bin Ole und ich bin auch 16 Jahre alt. Wie kam es dazu, dass ihr dieses Jahr bei der Jugendjury dabei seid? Da ich es sehr interessant finde und es noch nie mein Leben gemacht habe und ich sehr gerne Filme gucke. Also ich finde es auch, also ich habe davon noch nie gehört und fand es interessant, deswegen wollte ich mal ausprobieren, wie es so ist. Mir macht Filme gucken auch sehr viel Spaß und ich schaue auch sehr viele und ich fand das hier eine tolle Möglichkeit, sich damit noch mehr auseinanderzusetzen. Was macht ein guter Film für euch aus? Es muss Action haben, es muss Spaß haben und ein bisschen Liebe. Also bei mir muss er auch ein bisschen Liebe, Spaß und Spannung, also soll da schon erzeugt werden. Für mich sind eigentlich gute Charaktere das Wichtigste, weil ich dann mich erst richtig in den Film einfühlen kann. Und was ist euer Lieblingsfilmgenre? Ich mag eigentlich alle Filme. Also Lieblingsfilm kann ich jetzt vielleicht nicht aufsagen, aber ich mag alle Filme eigentlich. Also für mich ist so Action oder Liebesfilme mag ich besonders sehr. Also ich habe über Fantasy-Filme so meine Liebe für den Film entdeckt, aber mittlerweile kann ich auch alles gucken und ich habe viel Spaß mit allem. Wie vergleicht ihr Filme, wenn ihr merkt, dass sie sehr unterschiedlich sind? Also zum Beispiel eine Komödie und ein Dramafilm oder so. Also wenn es da, also wenn man selbst sehr viel lacht und ja, also wenn man selbst sehr viel lacht oder zum Rühren kommt oder so, ja. Also wenn die Charaktere da gut mitspielen und man die vergleicht, dann ist es auch sehr spannend, dann setzt du zwei gleiche Charaktere zusammen und vergleichst die. Also die Filme können natürlich sehr unterschiedlich sein, aber schlussendlich bleiben Filme ja Filme und ich kann immer überlegen, wie viel mich ein Film beeindruckt hat und dann, es muss auch gar nicht unbedingt positiv sein, sondern es kann auch einfach so im Gedächtnis bleiben, obwohl es nicht so viel Spaß gemacht hat, das zu gucken, aber letztendlich macht jeden Film irgendwas Besonderes aus. Wie bereitet ihr euch vor und nach welchen Kriterien bewertet ihr die Filme? Also vorbereiten weiß ich jetzt noch nicht so genau, aber mit Kriterien, ich gucke so, also ich bewerte die erstmal von einer Skala von 10 zum Beispiel und dann gucke ich, ob das sehr viel Action war oder Liebe oder so, ja. Also vorbereiten, immer auf meinem Bett gucke ich Filme und dann muss da irgendwie Chips oder so daneben sein, damit ich, wenn die Spannung erzeugt, ich dabei was zum Essen habe oder zum Knabbern. Und bewerten, also ich bewerte sie auch von der Skala 1 bis 10 immer. Davor gucke ich mir manchmal zum Beispiel auf Google, was die Menschen so dazu beigetragen haben. Und dann denke ich mir ja, okay, der hat so und so geschrieben, vielleicht habe ich eine andere Meinung oder ich habe dieselbe Meinung. Und im Endeffekt gucke ich halt, wie es so da ankommt. Und wenn es dann dieselbe Meinung ist, dann hat es halt eine gute Sache. Also auf die Filme hier habe ich mich jetzt eigentlich gar nicht vorbereitet, ganz bewusst, um halt unvoreingenommen da reinzugehen und bewerten. Ich gucke mir halt verschiedene Sachen an, so das Schauspiel, wie das geschrieben ist, der Film, aber auch Kameraführung und Regie. Und dann gucke ich am Schluss aber einfach auf mein Bauchgefühl, wie das alles so zusammenpasst und wie viele Punkte ich dann auch auf einer Skala von 1 bis 10 zum Beispiel geben würde. Als abschließende Frage, was ist am besten daran, in der Jury dabei zu sein? Also zum Beispiel, es liegt alles auf dich, also du bist so fast das Wichtigste und also es macht halt Spaß und ja, und man bekommt alles so mit, was so passiert und so. Also ich habe zum Beispiel noch nie Filme auf einer anderen Sprache gesehen, außer auf Deutsch. Ich kann das nicht. Und zum Beispiel hier in dem Film haben wir das mit Untertiteln bekommen. Und das fand ich schon interessant, so zu sehen, wie es eigentlich anders auf Originalsprache wäre. Oder du bist mit einer Gruppe und dann, also die,
ihr müsst euch untereinander miteinander reden, um das Endergebnis zu bekommen. Sonst geht das gar nicht und muss ich eigentlich gut mit denen verstehen. Also das ist das Wichtigste. Ich finde es auch toll, jetzt so viel, ganz überraschend viele verschiedene Filme zu sehen und die ganze kreative Energie zu spüren. Und ich finde auch es ja cool, so verschiedene Meinungen jetzt zu den Filmen zu hören und dann gemeinsam zum Ergebnis zu kommen. Vielen Dank für das Interview und weiterhin viel Spaß beim Filme bewerten und schauen.